Wir haben unsere Vorlagen ausgedruckt, jetzt schneiden wir sie entlang der gestrichelten Linie aus. Jetzt werden die Ausdrucke laminiert. Los geht's! Und geschafft. Jetzt müssen wir unsere Folie noch ein bisschen zurechtschneiden. Und Obacht, nicht zu nah an den Rand kommen. Im nächsten Schritt machen wir die Basis für den Lizenzmodulator. Dafür kleben wir zwei Folien aufeinander. Ein Test. Jetzt lochen wir alle unsere Folien. Fertig. Der letzte Schritt ist das Abheften in der richtigen Reihenfolge. Das sind die Bausteine einer CC-Lizenz. BY, NC, ND und SA. Grundlage ist das BY. Dann gibt es den Baustein ND, der sich mit dem Baustein SA ausschließt. Daher heften wir die beiden übereinander. Das Ganze gibt es in der kommerziellen und in der nicht kommerziellen Variante. Und das ist er, unser Lizenzmodulator. Als Extended-Version basteln wir uns noch einen Standfuß. Zuerst kleben wir zwei Pappen zusammen, die bilden dann den Fuß. An die Pappe kleben wir das Klettband. Dafür habe ich schon mal einen Klebestreifen vorbereitet. Unseren Fuß kleben wir an unseren Lizenzmodulator. Der zweite Streifen unseres Klebebands kommt an die andere Seite unseres Lizenzmodulators. Und zwar von außen. Ich nehme dafür den Alleskleber. Genauso gut funktioniert doppelseitiges Klebeband. Jetzt müssen wir uns etwas gedulden, damit der Kleber trocknet. Dann testen wir jetzt unseren Standfuß. Wir klappen den Modulator um. Und drücken das Klettband aufeinander. Fertig.